ey, hier ist... Lol, was ist da gerade passiert? Pass auf, was gleich passieren wird. 4500 Gamma. Meine Herren, ist jetzt schnell. Können wir noch übertragen? Moin moin. Willkommen zurück zu Kerbal Space Program 2. Eine Rakete ist fertig. Wir müssen heute mal ein wenig Forschung sammeln. Hab dafür einen unbemannten Flug vorbereitet. Und wir fliegen tatsächlich mal zum meiner Meinung nach mitunter hübschesten Planeten, und zwar Richtung Eve. Wunderbare Geschichte, hab da ein bisschen was geplant, hab ein bisschen geübt vor allem, ne, dass ich dann hier auch ein bisschen was abliefern kann. Wir haben stinknormale Rakete, bla bla, wie gesagt schon unbemannt, und wir haben sogar eine kleine Drohne dabei, die wir, wenn ich sie euch dann jetzt mal kurz zeigen kann, die wir abschmeißen werden und Richtung Eve befördern. Um natürlich auch auf der Oberfläche oder halt in dem wunderbaren lilanen Wasser Erfahrungspunkte sammeln zu können. Ich fand den Flug sehr interessant, hatte verschiedene Lösungsansätze und schaut einfach selbst. Wir fliegen jetzt los. Gucken wir mal, ob die Teile wackeln. Manchmal muss man nochmal neu starten. Hatten wir ja alles schon mal. Ihr kennt es ja selber. Ihr spielt ja auch. Da zickt das manchmal rum. Da, seht ihr das? Dieses Gewackel. Meine Erfahrung, geht einfach zurück. Und geht einfach nochmal rein. Ne, es hat nichts, oftmals nichts damit zu tun, dass ich nicht genug Stabilisatoren alles vollgeballert habe. Nee, das ist Quatsch. Es ist teilweise ein ganz simpler Ladefehler. Warum und wieso das so ist, kann ich euch auch nicht erzählen, weil ich es nicht weiß, aber es ist halt so. Gut, legen wir los, Feuer frei, auf geht's. Ich habe tatsächlich, den Flug, ja geil, ich habe tatsächlich eine Sache umgebaut zum letzten Flug. Ich hatte das mit dieser seitlichen Lade, also mit dieser komischen Ladebuchte, ne, die ihr dann an einer von euch schönen Stelle aufklappen könnt. Und dann könnt ihr das Fahrzeug da rausholen mit ein bisschen Monogas oder so. Dann könnt ihr da so schön rausholen, wie wir das auf Moon gemacht haben. Da gibt es einen wunderbaren Short, da gibt es ein wunderbares Video zu, wie ich da versucht habe, eine Drohne, beziehungsweise, ja doch, eine Drohne runterzuschicken. Ist sehr schön geworden, fand ich. Vielleicht denke ich dran, das zu verlinken, dann taucht das jetzt oben rechts auf. Das hat nicht funktioniert. Ich habe mich verkeilt in dieser verdammten Ladebuchte, und das hat mich auch genervt, da ich ja die kleinen nehmen musste und selbst zusammenstapeln. Das heißt, ich musste die auch alle einzeln aufmachen, weil ich zu faul bin, Aktionsgruppen einzurichten. Ne, ist wieder mal die eigene Schuld. Ganz klar. Und so ist das. Ja. Fand ich nicht so geil. Es hat im Endeffekt im Nachhinein geklappt. So ist nicht, mit viel Wiggeln und Drehen und hast du nicht gesehen und mindestens schon die Hälfte vom Monoprop verballern, hat es dann funktioniert. Bin angekommen, alles war schön, alles war gut, dachte mir so, ey, war doch einfacher als gedacht, weil man vielleicht den falschen Ansatz gewählt hat. Aber wie gesagt, schaut einfach selbst. Und vielleicht bekommt auch ihr einen Aha-Moment. Vielleicht. Also ich hatte den auf jeden Fall, weil interplanetares Fliegen ist ja bei mir Neuland. Deswegen halt auch immer fleißige Übungsaktionen. Vor der Aufnahme. Muss sein. Ja, muss schon sein. Man muss schon auch ein bisschen üben. Ne? Das ist nicht einfach hier in ein Call of Duty, wo du reingehst. Ne? Und ach, ey, boah, was heute für ein Tag? Montag. Montag 18 Uhr, P90, Vollgas. Musst du nicht können, musst du einfach nur reinhalten, ne? Ganz einfach. Kannst du bei Kerbal nicht so machen. Es sei denn, du hast schon viel Erfahrung. P90 passt auch sehr gut bei Counter-Strike übrigens. Eigene Erfahrung. Gott, war ich schlecht. Meine Herren, naja. Wir gehen jetzt hier auf 120.000 Meter hoch. Wir haben jetzt hier gerade noch ein bisschen Abfall. Ganz klar, weil wir immer noch in der Atmosphäre schweben und Widerstand genießen dürfen.
Ich muss echt sagen, das große Reaktionsrad, ne, meine Herren, ne, bei diesen Raketen, da passiert da reagiert gar nichts, ne? Also Reaktionsrad kannst du vergessen. Performance aktuell weiß ich nicht, im Keller immer noch. Was willst du machen? So, mittlerweile sind wir jetzt hier in der wunderbaren Schwerelosigkeit, mehr oder weniger. Und wir fangen an zu arbeiten. Auf geht's. Wie wir es kennen, wir spulen natürlich. Wir haben hier noch ordentlich Bums. Die Zahl haut nicht hin. Durch die ganzen Treibstoffleitungen, die ich gelegt habe, ist diese Zahl hier, ja, weiß ich nicht, die ist fehlberechnet. Leider. Jetzt müssen wir ja mal ein bisschen Pups boosten, damit wir uns hier richtig ausgerichtet bekommen noch. Wenn der Herr dann möchte. Weil, wie gesagt, das Reaktionsrad, ne, das ist halt wirklich völlig am Ende. Ich habe schon das mittlere drinne. Ja, das mittlere. Kannst du knicken. Das wird nichts. So, wir boosten jetzt, weil wir jetzt quasi on point sind. So. Ausgerichtet wollen wir hier schon mal absprengen, den Zedübel hier oben. Ja, machen wir gleich. Machen wir im Orbit. Also, wenn wir einen Orbit haben, meine ich damit. So, ich denke mal, die Vorstellung kennen wir. Wir werden jetzt mal ein bisschen vorspulen, soweit uns die Frames das lassen. Wunderbar, da kam ordentlich rein. Jetzt hat er sich selber abgesprengt. Zack. Nice. Ja, wie denn funktioniert der? Es funktioniert. Meine Herren, ist das geil. Der Schrott, der landet dann auch irgendwo in der Atmosphäre, wird er schön verglühen. Da freuen sich die ganzen anderen Menschen, Körbel, meine ich. Hier sowieso im Untergrund leben. Sonst würde man ja mal eine City sehen. Ja, und so, zack, sind wir schon rum. Der Orbit baut sich auf. Arbeite ich ab hier natürlich auch wieder versteckt noch ein bisschen Flüssigtreibstoff, damit wir auch wenigstens überhaupt ein bisschen Boost haben. Dass wir möglichst schnell rauskommen. So, stabiler Orbit ist am Start. Ich würde sagen, jetzt klappen wir mal schon mal die Lichter auf, wa? Zumindest, ich meine jetzt unsere Panel. Ja, auch die werden aufgeklappt, aber das wollen wir nicht. Die bitte zulassen. Wenn man noch könnte mitarbeiten, ne? So ist nicht, aber gerade ist das gar nicht so gebräuchlich. Braucht man nicht. So. Weitermachen. Und wir spulen natürlich. Erstmal müssen wir hier raus. Erstmal wollen wir die Heimat verlassen. Und das war jetzt auch schon mal mit dem Schnellspulen, weil natürlich dieser Tank hier sagt, ey, hier ist. Lol. Was ist da gerade passiert? So, da sind wir wieder. Ich habe mich ja gerade eben wunderbar gefreut, dass alles so gut funktioniert hat. Nein, wir hatten ein Problem. Irgendwie haben sich irgendwelche Koppler gelöst. Warum auch immer, ich habe nichts gemacht, wirklich. Nichts. Ich versuche das mal ein bisschen einzublenden, dass er sehen können, wo ich mich, was passiert ist. Ich hoffe, das konnte man sehen ein bisschen. Übel. Da hat's mir einfach die Booster weggerissen. Einfach so, just for fun. Richtig krass. Es gab keine Kollision, das wüsste ich. Denn, ja, dann hätte ich ja sicherlich mal hier einen Marker bekommen, wenn ich jetzt quasi in den Satelliten reingefeuert wäre oder irgendwelche anderen Sachen. War nicht. Naja. Gehen wir weiter, machen wir hier unseren Orbit. Ich habe mich richtig erschrocken, ne? Glaubt halt mir, ging gar nicht. Und ich kann auch gar nicht reinkrachen, weil wir sowieso schneller sind im Grunde, ne? Ah, das funktioniert nicht wegen diesem Antrieb, ne? Können wir nicht schneller rausboosten. So. Diesmal ist aber alles gut. Nichts ist passiert. Wir kommen weg. Bin ich eigentlich so schlecht ausgerichtet? So, der ist jetzt durch. Nice. Das heißt, wir dürfen wieder spulen. Sehr nice. Das machen wir ganz vorsichtig, weil wir wollen ja keinen Treibstoff verballern. Möglichst. Ja, da war kurz Moon zu sehen. Nice. Ah, da werden wir vorbeiknallen, ne? Unnormal. So, das reicht schon. Dem werden wir erstmal nachkommen. Einmal verlassen. Oh, ganz wichtig.
vor dem Verlassen auf folgende Sache. Wo ist er denn? Da ist er. Die Antenne, um Gottes Willen. Fahr die bloß aus. So. Solarpanel können jetzt auch alle ausgefahren werden. Aber keine Kommunikation mehr und können nicht steuern. Hatten wir doch alles schon, ne? Wer kann sich dran erinnern? Ne, weggeflogen heißt es, ja, komm jetzt. Am Arsch. Und wer soll das Ding jetzt steuern? Tja, wir haben keine Brieftaube mitgenommen, die wir mal schnell zurückschicken können, um zu sagen, ey, mal ganz schnell wieder Netz anklemmen, kannst du vergessen. Die Brieftaube funktioniert hier nur bedingt. Gut. Zack, da sind wir draußen. Wir setzen unser Target Richtung Eve. Wussten wir ja schon. Und jetzt kann man schon erkennen, wir haben hier schon eine kleine Abweichung, ne? Eine kleine Neigung drinne. Die werden wir jetzt natürlich als allererstes ausgleichen. Wir springen hier zum Punkt, setzen ein Manöver und passen das mal an. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich ja wieder, ja, ich werde wieder in eine falsche Richtung drehen. Das war auch in der Probe so. Klassiker. Zack. So, jetzt haben wir genullt. Und im günstigsten Fall können wir gleich mal schön saftig abbremsen. Das war da schon mal eine Berührung mit der Umlaufbahn. Und wir sind gar nicht so weit weg. Guck dir das an. Das gefällt mir sehr gut. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen langsamer werden, weil wir sind vorne, das heißt, wir sind schneller. Die Icons überschneiden sich da, ne? Ihr seht's. Vielleicht noch ein bisschen langsamer? Ja. Sind wir noch drin? Ne, das ändert eigentlich fast gar nichts. Dann können wir wie folgt noch. Muss auch mal ein bisschen auf unseren Dampf achten, ne? Wir können jetzt nicht so viel rein investieren. Da haben wir was. Da haben wir einen Berührungspunkt. Super nice. Diesen Berührungspunkt schauen wir uns natürlich erstmal ein bisschen genauer an. Eve, zentrieren. Schau mal da, das sieht doch super aus. Genau so machen wir das. So gehen wir rein in die Geschichte. Geil. Wieder zurück. Wieder zum Manöver. Gleich mal ausrichten. Die Keule hier dauert natürlich ein bisschen. Wir können jetzt hier mit ein bisschen Gas nachhelfen. Vielleicht nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nicht so Fülle. Aber ein bisschen was geht schon. Und dann machen wir uns auf den Weg. Geil. Wie unangenehm problemlos. Man sieht, das ist aber die zweite Umdrehung, die wir eingehen. Das ist die erste. Wenn ich das richtig sehe, oder? Nein, irgendwas sägt da jetzt gerade falsch. Auf jeden Fall haben wir uns ausgerichtet. Wir spulen vor bis zum Punkt und machen jetzt hier erstmal kurz mal einen Quicksave. Nochmal zweimal drücken. Zweimal gedrückt ist immer noch besser als einmal und dann fehlerhaft. Quick Save und Quick Load ist einfach der Key, ist so. So, dann schwimmen wir mal ganz entspannt vor die paar Sekunden, dass wir gleich mal Vollgas geben können und müssen natürlich wunderbar alles beobachten. So, eins, Feuer. Vollgas. Nur ein paar Minuten durchboosten, ne? Nicht bloß hier so ein bisschen so, sondern halt mal so richtig mit Dampf. Nice. Oh, dauert natürlich mal ein bisschen schneller hier. Zack, zack, zack. Aber immer vorsichtig. Immer schön vorsichtig. Gar keine Lust auf Fehler. Wir hatten schon einen Bug. Moment, Poker spiele, ne? Oh, 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 wir haben da einen Berührungspunkt. Ihr habt sie sehen. Den müssen wir natürlich kurz mal prüfen, wie es aussieht. Ich mach das so irgendwie aus Gründen. Oh, wir sind sehr dicht dran, ne? Sehr dicht dran ist gut und schlecht. Gut ist, wir sind dichter dran. Schlecht ist, wir müssen deutlich mehr reinboosten. Kann ich entgegengesetzt. Gegenziel, genau. Wir werden hier an der PE
wahnsinnig schnell sein. Wahnsinnig. Und das müssen wir natürlich dann auch erstmal runter reduzieren. Natürlich sind wir jetzt hier auch nicht wirklich. Also, das ist so ein Jonglieren. Pass auf. Wir machen es so. Wir lassen alles so, wie es ist. Zack. Und legen los. Rausscrollen, rausscrollen. Jetzt machen wir erstmal Klassiker in Quicksave. Ein paar Mal drücken. Ansonsten sieht das hier schon mal recht nice aus. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier den richtigen Punkt treffen. Klassiker. So, da kommt Eve angefeuert. Wir kommen auch angefeuert, sind ein bisschen schneller. Hoffe ich. Prüfen. Oh Gott, bloß nicht. Kriegen wir wieder irgendwelche schmutzigen Diagramme hier. Noch ein Stück. Ja, guck ihn mal da. Und dann tauchen wir da auch gleich mal ein. Schön mit dem Körper rein. So, hier gleich mal auf die PE rauf. Ja, komm, nicht so schüchtern. Nicht so schüchtern. Ja, hier, komm. So, wir sind schon mal drinne. Jetzt können wir erstmal Forschung sammeln und diese natürlich gleich erstmal versenden. Sieht weg. 500, schreibt ihr da mit? Natürlich die Aussage an mich, weil wer soll sonst mitschreiben? 500. So. Die ersten, die wir haben. Weil wir in der Abhängigkeit sind. Jetzt haben wir sie wirklich, weil jetzt sind sie auch im Kommando angekommen. Im Kommandostab da. So, klappen wir mal das Gerät hier hin. Und jetzt müssen wir natürlich bremsen, was das Zeug hält. Schauen wir uns mal an, wie wir da hinkommen. Ja, wir werden ja auch zweimal brennen. Ich möchte natürlich auf der hellen Seite landen. Oder generell erstmal ankommen, sollte klar sein, ne? Deswegen werden wir natürlich hier irgendwo ein bisschen weiter vor. Haben nämlich wahnsinnige Geschwindigkeit drauf. Die 1000 Meter, die wir jetzt sehen, und die werden sich gleich nochmal stark erhöhen. Nö, tatsächlich nicht, ey. In der Probe, wirklich, Real Talk, bin ich mit dir 3000 km/h 3000 Meter die Sekunde, sorry, angefeuert gekommen, ne? Das war der übelste Wahnsinn, ne? Ich dachte schon, ey, wie soll ich das abbremsen mit meinem bisschen Nuklearbums hier? Ne, mein Nuklear-TÜV-TÜV. Krass. Na gut, wir haben Abstand. Wir haben gut Abstand. Wollen wir mal reingucken, wie das aussieht? Wollen wir schon mal gucken? Boah, guck dir das an. Das sieht so schon so geil aus. Und ich rede nicht von den Antrieben. Ich rede von diesen wunderbaren lilanen Ballen, ne? Ich bin ja nicht so der Lila-Fan. Bin ich ganz ehrlich. Aber wenn du das hier siehst, ne? Unmenschlich. Dieses Farbspiel. Einfach nur unmenschlich. Ja, logisch, ist außerirdisch. Gut. Nevermind. Aber geil. Jetzt ganz langsam, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Wir wollen ja hier landen, früher oder später. Das wäre natürlich nice, wenn wir das nochmal ein Stückchen gedreht kriegen. Ach ja, ich will immer da ziehen, ne? Ich merk's immer wieder. Nee, nee, in eine andere Richtung. Nochmal löschen. Manöver erstellen. Zack. Und dann machen wir den hier ein bisschen. Nee, nee, nicht so viel. Machen wir nicht so ein. Aber das ist okay, dass wir hier nochmal ein Stückchen rauskommen, finde ich gut. Ausrichten schon mal. Wir machen das jetzt hier Feintuning, ne? Feintuning. Vielleicht habe ich dran gedacht und Kapitel in der Timeline eingerichtet für euch. Wenn nicht, sorry. Wenn ja, Mann, bin ich gut. Oder ihr gönnt euch immer den ganzen Shit. Ist so. So, sieht das aus. Jetzt sind wir wieder noch immer noch 20 Minuten vor. 20 Minuten vor Bums. Wollen wir nicht? Wir wollen ja gleich reinstarten hier. So, wenn das nicht hundertprozentig hinhaut, ist mir das auch egal. Wichtig ist, dass wir das jetzt erstmal anpassen.
Ja, ich glaube, können wir so lassen. Ist okay. Lassen wir so. Und jetzt hier zur Abo. Da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, sonst wird es doch noch dunkel. Hehe. Und pass auf. Pass auf. Jetzt kommt die Zauberei. Da bin ich tatsächlich ganz alleine drauf gekommen. Ein paar Versuchen, wo ich mir so dachte, was? Ne? Fehleranalyse 1, du willst so landen, als würdest du auf dem Moon landen. Machst hier schön deinen schönen Orbit hier, so ganz, ganz nice, schön dicht dran und möchtest dann halt schön Airbrake machen. Funktioniert vielleicht auch. Ich hatte bis jetzt immer Pech. Die Atmosphäre ist auf einer bestimmten Höhe so verdammt dicht und so verdammt kraftvoll, dass mir ist alles weggeglüht. Bis auf die Hitzeschilde ist alles weggeglimmt. Ganz schlimm. War vielleicht auch nicht gut konstruiert. Hab leider keinen Videoausschnitt dafür. Das war in der Übung passiert. Und dann ist mir so die Idee gekommen. Du kannst nur glühen, wenn du in einer bestimmten Schicht bist mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Was ist, wenn ich jetzt auf diesen Planeten in die Atmosphäre eintauche, wie ein Geschoss, die Schicht schnellstmöglich überwinde und dank der hohen Dichte und auch Anziehungskraft und allem drum und dran spielt wunderbar einander, sowieso abgebremst werde. Abgesehen davon hast du ja sicherlich auch noch einen Haufen Schirme dabei. Ne, viel zu viel, ich habe viel zu viele Schirme bei. Wir werden da runter segeln mit 2 Meter die Sekunde. Kann ich euch jetzt schon teasern. Wenn alles klappt bis dahin. Ey, das funktioniert. Glaubst du? Das funktioniert. Pass auf. Wir werden uns jetzt. Oh, das funktioniert einfach so nice. Aber wir müssen jetzt ein bisschen Multitasking machen. So. Auftritt Nummer 1. So, erstmal einen Absturz simulieren. Haben wir noch genug Dampf? Jo, haben wir. So. Auftreffen simuliert. Umdrehen. Zum Planeten hin sind wir schon. Nö, ist okay, können wir so lassen. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt werden wir hier unser Gerät abkoppeln. So, mal kurz hier. Von hier steuern das Gerät. Den Koppler aktivieren. Zack, weg damit. Wunderbar. Ja, befindet sich auf Kollisionskurs. Soll es? Ausrichten. Wo ist er? Wo ist die Antenne? Die werden wir jetzt mal noch aufklappen. Zurück zum Main-Schiff. Jetzt ein bisschen aufpassen, damit wir da nicht reinhauen. Aber nee, geht gar nicht. Weil wir uns ja eh wegdrehen. So, jetzt haben wir unsere Drohne auf Kollisionskurs. Das soll natürlich auch so bleiben. Und wir wollen natürlich unser Main-Schiff retten. Denn wir haben ja noch einen Abstecher vor hier auf Gilly. Spricht man nicht so? Klar, ne? Gilly, da wollen wir hin. Jetzt müssen wir natürlich separat arbeiten. Und hoffen, damit sie uns den da nicht wieder wegporten. Hatten wir alle schon. Dann verschwinden auf einmal alle Sachen. Wild. Nicht schön. So. Wir müssen eine PE von. Ja, genug haben. Bisschen mehr rein innen, ne? Ist ja kein Ding. So. Das schaffen wir dann noch. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt einrichten. Auf jeden Fall. Die können sich jetzt erstmal schön drehen und alles super und alles schön und schön Party und so. Aber das, was jetzt für diese Folge interessant ist, passiert mit dem Schicken. Mit dem Jungen hier. Kann ich den gleich mal live umbenennen hier? Das ist ja eigentlich hier Eavesdrop hier, ne, wenn du so willst. Eve, Drohne, wie nennt man das hier? Landung.
Wenn man dann noch schreiben kann, ist es viel einfacher, habe ich gehört. Ah, jetzt sieht man das besser. Okay. So. So wollen wir das. Alles klar, zurück. Und hier werden wir jetzt ganz entspannt. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis wir hier runterkommen. Und meine Mausempfindlichkeit sie verstellt. Ey, Kasse. Die Kasse ist manchmal, ne? Scheiß Logitech-Müll. So. Vorspulen erstmal bis zu diesem Punkt. Was habe ich vergessen? Ihr seid Profis. F5. Falls irgendwas blöd passiert. Wir müssen dichter ran. Und wichtig, wir müssen uns ausrichten. Um Gottes Willen. Wollen wir nochmal einen Blick riskieren? Alte Katze. Was soll ich euch sagen? Das ist immer wieder ein Leckerbissen. So, wir fallen natürlich runter. Wir werden immer schneller. Meine Herren, werden wir schnell. Und da kommen wir dem wunderbaren, den lilanen Planeten immer näher. Immer, immer näher. Ja, wir müssen zeitnah anfangen, die Panels einzufahren. Klar. Wir haben 420 Energie. Das wird reichen. Die werden wir so ab 150k, wenn wir die einfahren. Jetzt müssen wir nochmal was übertragen. 350, einmal auch für mich mitschreiben. 350, das ist schon was. So, schnelle die übertragen bitte. Easy. Gehen wir weiter. So langsam müssen wir. Oh, wir landen im Wasser. Schön. Ja, jetzt müssen wir. Jetzt werden wir langsam sehr, sehr schnell. Wir fahren alles ein, was wir einfahren können. Denn das wird hier gleich nicht schön. Mono ist an. Pass auf, was gleich passieren wird. 4500 Gamma. Meine Herren, ist jetzt schnell. Können wir noch übertragen? That's it. Das war schon die Zauberei und dank der hohen Atmosphärendichte, guckt euch das an. Ihr könnt jetzt schon die Fallschirme schmeißen. Das war's. Das war's. Ja, ich kann nicht mehr sagen. Wir werden jetzt die Fallschirme aufheben. Später, weil das wird sonst zu lange dauern. Dann ist die Zauberei hier vorbei. Und sieht das nicht schön aus? Wir haben noch eine Atmosphärenschicht, die wir gleich noch durchstoßen werden. Optisch. Na, wann kommt sie denn? Wann sehen wir was? Na, komm schon, zeig uns doch was. Wartet bei 5K? 4K? Ah, jetzt sind wir durch. Und im Grunde sieht das hier drunter gar nicht so lila aus, wie man denkt. Wow. Gar nicht so lila hier. Schade, dass wir... Also, was heißt schade, dass wir auf Wasser... Ich bin froh, dass wir überhaupt landen. Meine Güte. So, wir werden jetzt erstmal den ganzen Schrott abschmeißen. Oh, verdammt. Da habe ich noch ein bisschen was misplaced. Aber ist gar nicht schlimm. So, boosten funktioniert nicht. Habt ihr gesehen, das ist mal kurz angegangen und ich verbrauche auch was, aber das wirkt hier absolut gar nicht. So, Fallschirme. Auf geht's. Zack. 3. Na, 3,5. Ja gut, der große fehlt jetzt. Und das ist tatsächlich die Zauberei. Mega nice. Ich fand's geil. Wir haben ordentlich Punkte gemacht bis hierher. Das war ja noch nicht alles. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir werden jetzt hier erstmal wieder alles ausklappen. Wir werden ja gleich noch ins Wasser fallen. Zack, zack, zack. Ja, man vorspuliert alles so schnell.
Dann machen wir hier noch den Touchdown. Da gibt es höchstwahrscheinlich auch noch Erfahrung. Wissenschaft, meine ich. Ich meine mal, wir landen in eine Flüssigkeit. Das ist ja auch noch wieder eine ganz andere Geschichte. Einen Atmosphärenforscher habe ich nicht drauf. Und selbst den anderen, den habe ich hier so reingebaut. Denn den sieht man auch nicht, ne? Aber er ist da. Ich habe mir jetzt so gesagt, das Spiel hat Mechaniken, die es einem möglich machen, Gegenstände ineinander zu stacken. Und auch das werde ich jetzt tun. Warum auch nicht? So. Guck mal, da liegen die Schilde. So, noch 40 bis zum Touchdown. 20, 10 und wir kommen runter, ne? Meine Herren, so sanft bin ich ja noch nie gelandet. Eingetaucht, ne? Wie Schoki. Richtig geil. Nur die Frage ist, warum sauf ich gerade ab? Das ist die Frage, warum geht das Ding unter? Das Teil ist noch nie untergegangen. Vorher ist... What? 5 Wissenschaftspunkte. Ich sink immer noch. Alter. Cool, das hatte ich noch nicht. Kann ich bis zum Grund sinken? Was passiert, wenn ich beim Grund bin? Warum falle ich überhaupt? Ich bin sonst oben geschwommen. Überlastet sich hier irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Auch nicht auf normale Geschwindigkeit. Wir sinken jetzt mal zum Grund. Wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, zum Grund sinken zu können, auch wenn es nur ein Bug ist, ey, das will ich aber durchziehen. Das ist, ich finde es gerade unnormal interessant. Und ich hab's aufgenommen. Boah, noch viel geiler. So, jetzt sieht man, dass der Antrieb irgendwas macht. Wir berühren den Grund. Krank, dafür gibt's Erfahrungspunkte. Landung. 1000! Herrgott im Himmel, 1000! Aber das ist, wir sind unter Wasser. Unsere Drohne ist gottverdammt unter Wasser. Was ist hier los? Warum? Ist mir egal. Ich find's geil. 1000 Erfahrungspunkte. Und wir haben eine Drohne, die unter Wasser liegt auf Eve. Krank. In der Probe, wo bin ich da gelandet? Das war... Ich bin nicht hier gelandet. Das war woanders. Sind die Seen unterschiedlich? Haben wir verschiedene Zusammensetzungen, die es eventuell möglich machen? Wer weiß das schon? Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Und wir haben natürlich ziemliche noch ein ziemliches Manöver vor uns, jetzt hier irgendwie ran zu, an Gilly ranzukommen. Ach Mann, was mache ich denn? Schaffe ich das überhaupt? Na, guck mal, wie ich hier rein boosten müsste, ne? Nee, so wird das nicht funktionieren. Da bräuchten wir Manöver über Manöver. Wir werden mal was testen, ne? Jetzt sind wir so eine, also Hauptfolge ist abgelaufen. Jetzt werden wir hier mal weiter noch ein bisschen testen. Wir haben ja noch ein bisschen Boost. Wir haben ja auch noch eine neue Stage. Ihr könntet das Ding jetzt auch auf Eve runterkatapultieren und könnt euch zeigen, auch das würde funktionieren. Aber ich möchte jetzt eigentlich hier noch viele, viele, viele Forschungspunkte sammeln. So viele, wo geht. Wenn wir schon mal da sind, wa? Weißt du, das ist schön. Wenn wir schon mal da sind, dann müssen wir auch ein bisschen was tun. Schaffen wir doch irgendwie, uns da rein zu katapultieren in Gilly. Vielleicht. Oder ich mache anders. Pass auf, ich mache anders. Wir holen jetzt erstmal hier die AP ran.
So, wir haben ja noch eine Stage. Alles wird gut. Hier sieht man mal wieder die Fehlberechnung. Na, alles ist, was jetzt kommt, ist Bonusmaterial. Ne? Die eigentliche Mission ist gelaufen, ihr habt es gesehen, ne? Alles Bonusmaterial. Ungeschnitten natürlich. Was los? So, drehen, drehen, drehen. Boosten, boosten, boosten. Je näher wir dran sind, desto besser. Ja, das ist klar, das ist rum. Ne? Die Drohne ist jetzt quasi tot. Die wird jetzt irgendwann auslaufen. Und fertig. Lass uns mal noch mal ein bisschen zum Punkt gehen. Wie lange das Nuklearzeug... Ne? Wasserstoff, ne? Wasserstoff ist einfach key, ne? Wie weit das geht. Da haben wir jetzt hier irgendwie komische Sounds. In-game. Hier könnte ich das schaffen. An dieser Stelle könnte ich jetzt schaffen, anzupassen. Warte mal, nee, nee, nicht ganz drin. Ich muss ja erstmal ein Manöver anpassen. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, uns hier reinzuziehen in Gilly. Ja, 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 ja. Oh, gilt der Treibstoff denn jetzt schon global für alle Stages? Ich hoffe nicht. Weil ich glaube, das hier werden doch noch keine, werden das noch so viele sein? Gucken wir mal. Gehen wir hin. Wir richten uns aus zur Mission. Oh, Umlaufbahn, Meere sehen wir. Na nun los. Hol uns ran. Sind wir ausgerichtet? Ja. Wir werden gerade noch ausgerichtet. Das sollten wir natürlich noch eingehen, bevor wir weiterspulen, weil während des Spulens funktioniert das nicht. Leider. Vollgas. Die Stage schafft es noch. Ich bin begeistert. Na klar, die Energie ist jetzt aufgebraucht. Der Flüssigkraftstoff. Abkoppeln. Jetzt kommen die hier alle weg. Nochmal prüfen. Jetzt kommt das hier noch weg. Und da haben wir nochmal ordentlich Bums. So. Das sollte so gehen. Haben sie noch ein paar Antriebe versteckt. Aber nochmal 4K. Können wir noch ein bisschen rumspielen hier. Gilly. So. WTF? Oh, das wart noch nicht. Hä? Warum hat sich das jetzt gerade so verändert? Warte, das kann ich auch manuell machen. Komm. Jetzt wissen wir, worauf es ankommt. Jetzt kennen wir die Marke. Ach, das hat sich mit dem Absprengen, hat sich das, verabschiedet. Die Mission. Das Manöver. Ach so, okay. Sag doch gleich. Da muss er nur mit mir reden. Wird wieder eine längere Folge, ihr seht schon. So, je nach Entfernung können einzelne Grad viel ausmachen, ihr wisst. Na, komm, schaffen wir noch. Komm, das ist schon in Ordnung. So, wir gehen auf die AP. Nö, wir gehen auf die P. P und boosten raus. Einmal ausrichten. Oh, ich bin so aufgeregt. Geil.
Schade, dass sie kein Landeequipment bei haben. Wir können uns nur einmal in deren, wie sagt man, können uns nur berühren. Da hat man einen Berührungspunkt. Den wollen wir natürlich auch wahrnehmen. Schauen uns den vielleicht mal erst an. Zentrieren. Wie sieht's aus? Oh ja. Oh ja. Das gefällt mir gut. Vorsprung zum Manöver ausrichten. Das muss alles parallel laufen. Geht er jetzt eigentlich auch ganz schnell, ne? Muss man mal so sagen. Geil. Haben wir zwei Objekte gesehen in einer Folge. Erfolgreich. Na, bis auf der kleine Minibug, den wir zum Anfang hatten. Aber mein Gott. Ne? Passiert dem Besten, was soll ich sagen? Stopp. So. Da sind wir. Dann werden wir uns mal speichern. Nee, zeig mir mal. Genau, da wollen wir hin. Einmal rum. Da kommt Gilly angefeuert. Nice. Können wir schon sehen. Können wir ihn schon sehen. Wo ist er denn, der Jutste? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Denkst du, ich sehe ihn? Hier muss man doch sehen, da müsste doch leuchten. So, da ist die Sonne. Das heißt, da muss er irgendwo... Ah, da ist er. Meine Güte, wenn man sich nicht auskennt. Da ist er schon, der Hübsche. Geil. So, dann gehen wir uns mal in Abhängigkeit. Zack. Und wir werden nochmal einen Blick riskieren. Einfach nur wow. Auf zu P. Wir müssen abbremsen. Ist das schön hier. So, wir haben wieder Forschungspunkte. Natürlich sind wir das in die Base. Und nochmal ein Huni. Warte mal, zu den 1000 gesellen sich noch ein Huni. Habe ich nicht aufgeschrieben. 1100. Ne, zum Ende der Folge gibt es die absolute Auswertung. Geil. So. Abbremsen. Bremsen, 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 bis die Heide weint. Nehmen wir alles mit. Gilly. Schöner, interessanter Fleck hier. Muss ich ja mal sagen. Was ein Kompliment. Du hast einen interessanten Fleck im Gesicht. Nice. Manu, Gilly, wollen wir nicht uns berühren? Oh, jetzt geht es aber ganz schnell. Heilige. Oh, wir gehen bis auf 8K runter. Oh, nee. Da ist ja die ganze Vorfreude dahin. Nur bis hier. Wir können gar nicht so schnell spulen, weil wir gar nicht so weit weg sind, weil das Objekt echt klein ist. Boah, guck dir das an. Guck dir das an. Das ist ein sehr kleines Objekt. Ne, wir befinden uns gerade 50k von entfernt. Was? Mehr nicht? Wow. Und da im Hintergrund können wir wunderbar Eve beobachten. Einfach nur wow. Wollen wir eine Landung riskieren? Ich habe kein Lande-Equipment drauf. Aber das reicht uns wahrlich an Erfahrungspunkte, Forschungspunkte. Wahrlich an Ehre. Kaffee ist alle. Wird's interessant, diese Folge. Fast schon wieder eine Stunde und es wird auch eine Stunde werden. Weil es läuft einfach. Ne? Ihr könnt ja hin und her spulen, ne, zu diesen Punkten, wie ihr es gerne wünscht.
Oder ihr genießt einfach mit mir zusammen die Aussicht. Wie schnell dreht sich Gilly eigentlich? Ja, man erkennt die Drehung. Also, im gespulten Zustand sowieso. So, wie sieht's aus? Wir sind in einer hohen Umlaufbahn nach Richtung Gilly. Hier haben wir das Hochland, genau auf dieser Seite. Wir haben eine Sonneneinstrahlung, klar, wir befinden uns gerade im Schatten. Ey, wir haben 3500 E. Also jetzt beruhigt euch mal. Immer noch Hochland, Binnenland, Hochland, Binnenland. Und das switcht gerade so ein wenig hin und her. Und jetzt kommen wir immer näher. Jetzt kommen wir immer näher. Heilige. Unnormal, sag ich da nur. Aber wir wollen noch weitergehen. Wir wollen ran an die Buletten. Wir befinden uns immer noch in einer hohen Umlaufbahn, auch wenn ich es nicht glauben möchte. 6K. Ich wollte gerade sagen, unser Körbelnau, der nicht dabei ist, der könnte beim Vorbeiflug die Hand ausstrecken und mal mit einem Fingernagel an Gilly kratzen. Ist das nicht pervers geil? Ja, natürlich dauert das jetzt alles ein bisschen, ne? Weil wir uns sehr dicht an einem Objekt befinden. Aber gleich. Gleich soll uns hier die Sonne küssen. Hoffe ich. Aber da haben wir noch einen Hügel, der das verdeckt. Ist auch geil, ne? Hier dieser Einschlag. Da kommt sie. Wow. Einfach nur geil. So, ich würde sagen. Ich möchte auf der hellen Seite landen. Man sieht da halt immer ein bisschen mehr, ne? Und ich kann auch nicht schneller spulen, auch wenn ich das gerne tun würde. Kann ich vielleicht von hier? Flugsimulation, Umlaufbahn, verbleibende Delta V und eine Geschwindigkeit von ganze 21 Meter die Sekunde. Das ist nichts. Das ist nichts. Komm, wir riskieren es. Wir gehen jetzt hier runter. Wir müssen ja nur mal... Nur mal anfassen und ganz schnell die Forschungspunkte abladen. Das Problem ist, die Landung wird jetzt mindestens genauso lange dauern. Mit einem Meter die Sekunde. Tut uns mal einen Gefallen. Ich drücke uns mal ein Stückchen ran, ne? Dass wir es auch noch unter einer Stunde schaffen, hier auf Gilly zu landen. Aber da... Da geht's runter, Leute. Durch ein bisschen vorsichtig trotzdem. Ne, auch wenn es so wie egal ist, ob wir die Kiste nur zerlegen oder nicht. Wollen wir natürlich alles mitnehmen. Ich möchte alles mitnehmen. Besonders diese 130 Punkte, die ich gar nicht aufschreiben kann, weil ich mich im Landeanflug befinde. Die müssen natürlich mit. Jetzt wird es natürlich dunkel. Ich habe kein Licht dabei. Sorry dafür. Gerade auch für euch wird es jetzt noch dunkler. Da ist noch eine helle Stelle. Wir werden gleich weghüpfen, ne? Das wird der absolute Wahnsinn sein. Und da hatten wir gerade eine ganz kurze Bodenberührung und werden gleich wieder rauskatapultiert. Wie weit? Haben wir da schon eine Vorausberechnung? Ne. Wir müssen nochmal umstellen. Kann ich nochmal?
cool. Du willst ja nicht, willst du sie verweigern gerade? Wir müssen runterkommen. Ja, wenn wir natürlich keine Anziehungskraft haben, ist das mit dem Landen gar nicht so einfach, weil wer will uns halten? Wir haben keinen Grabhook oder irgendwas. Oh, ich fühle eine Bodenberührung. Oh, verdammt, hat nicht gereicht. Let's go. Oh, verdammt, schon wieder zu spät. Ey, der will mich echt rollen, der Kollege hier. Dürfen wir jetzt? Jawohl. Gilly, nochmal 120. Also haben wir 130. 120. Und that's it. Wunderbar, das soll es mit dieser echt krassen Eve-Mission gewesen sein. Ich werde Eve hier nochmal einblenden, weil geil. Das soll es erst einmal gewesen sein. Na komm, lass uns mit Eve einblenden. Da sind wir, da waren wir. Da liegt unsere Drohne im Wasser. Ein bisschen Schrott fliegt hier rum. Auch auf Gilly sind wir gewesen, haben Erfahrungen zusammengesammelt und wir sind... auf, ich habe es nebenbei noch ja nicht ausgerechnet. Das ist natürlich blöd. Wir haben hier immer 600, haben wir hier, dann haben wir hier 250, 350, 1000, 1600. Also in meiner Rechnung haben wir 1950 Erfahrungspunkte gemacht. Ja, hätten wir das Monument auf Duna geholt, hätten wir 2000 gekriegt. Aber ich fand, diese Mission war der absolute Wahnsinn. Und das muss ich euch einfach zeigen. Ich hatte meinen Spaß. Es war richtig geil. Ich finde es super, wenn auch mal was funktioniert. Bin ich ganz ehrlich. Forschen machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei allen, die dran gewesen sind. Alle, die diese Erfahrung jetzt hier und heute mit mir geteilt haben. Mega krass. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Liken und abonnieren nicht vergessen, wenn es euch bis hierher gefallen hat. Und es wird, ja, es wird noch weitergehen. Ganz klar, Duna wartet auf uns. Jetzt mit den neuen Teilen sollte das natürlich, also je nachdem, was wir für Teile nehmen, sollte das natürlich noch viel schneller funktionieren. Und dann sehen wir uns. Reingehauen und tschüss.